Die dritte Mannschaft von RV09 Gümnich trifft in der Kreisliga D7 nach Belieben. Nach der Auftaktniederlage am ersten Spieltag haben die Erftstädter alle nachfolgenden Spiele deutlich für sich entscheiden können und stehen somit an der Tabellenspitze. Am Sonntagabend traf man auf die Reserve des Pulheimer SC. Die konnten das Spiel zwar lange offen halten, knickten am Ende aber doch vor der Offensivkraft der Gümnicher ein. Ich gehe aber schüchtern dazu.
25 Uhr. In den Landkreis hat es auch noch 25 Uhr? Ja, normalerweise, aber nicht morgens. Morgens ist Katastrophe. Ah! Hallo! Das ist fast dieselbe. Vorher entschuldigt haben und gesagt, an dem Schild bleibt es stehen. Gut machen, Junge! Guter Kassen! Seht ihr raus! Felix, kann man machen? Alex, ich würde sehen, ne? Alex ist bereit, jetzt bring das Ding hin. Alex, was denn? Jetzt nochmal. Ja. Die vierte Vorlage. Alex hat ein bisschen jetzt in die Offensive gerissen. Ich habe noch auf ein Tor gewartet hier. Aber